Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Ja, wir haben hier wichtige Sachen zu erledigen. Oh Mann, meine Stimme war gerade wieder weg und wir haben morgen um 6:30, Freunde. Naja, ich bin ein wenig krank, also bitte habt Nachsicht mit meiner Stimme. Dankeschön. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme, aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also, was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Okay, ihr habt gehört. Affen machen alles nach. Die Technik klettern, Sprung von Rosa erlernen. Okay. Wäre auf jeden Fall jetzt interessant. Genau das meinte ich mit Fähigkeit erlernen. Springt, Ezio. So. Und dann müsst ihr immer noch greifen klicken, damit ihr oben... Im höchsten Punkt nach der Kante. Ja, mache ich auch. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Okay, Freunde, das machen wir aber erst später. Oh. Eigentlich war das nicht so eingeplant, aber hey. Ah, Ezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Definitiv nicht. Frühjahrsputz. Die verräterischen Diebe entlarven und töten. Okay. Werden wir auf jeden Fall tun. Oh, es sind 3 Stücke an der Zahl. Jetzt kommen wir immerhin so hoch. Ja gut, auch nur an solchen Sachen. Yeah. Das heißt aber, uns kann keine Wache der Welt mehr einholen. Oh,
Ach so, hier ist auch sowas. Können wir das lösen, ohne dass gleich ein Bug auftritt? Denn dann würde ich das gerne tun Es in wird immer leichter, Venedig. sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Unendliches Wissen-Datei freigeben. Oh Gott. Wieder, wie soll ich sagen, den Edenapfel suchen. Wenn man weiß, wo der ist. Ah. Das ist dort oben? Nein. Auch nicht. Es ist da. Naja, man weiß ja nie, was die davon einmal. Mitglieder der 2. Infanteriedivision rücken unter Beschuss in die Außenbezirke von Brest-Frankreich vor. 1944. Okay. Aber wenn ich nur wüsste, führt die Jugend zu ihrem Feind. Aha. Und was sagt uns das? Ja, ist okay. Wenn ihr meint, das sei okay gewesen, macht es mir einfach nach in diesem Sinne. Am besten wartet ihr einfach, bis ich es habe, dann könnt ihr einfach nur noch danach genau das drücken, was ihr braucht. Sofern ich das hier mal hinkriege, heißt diese, ne? Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Das wäre ja ein Säbel. Oder was ist gemeint? Man muss wirklich jeden scheiß Millimeter abgucken. Das ist sowas von nervig, Freunde. Genau deswegen lasse ich das meistens sein. So eine Scheiße. Was ist genau gemeint, Freunde? Ich glaube, der Himmel meint die nicht. Ach, komm schon. Also wenn ich es nicht finde, gehe ich hier raus, Freunde. Ihr könnt ja versuchen, hier rumzudrücken, aber für ein Let's Play ziemlich ungeeignet. Definitiv. Wenn ich das dann mache in einem separaten Video, dann werde ich das sicher lautlos machen. Definitiv, ohne was zu labern. Dann heißt es einfach nur mir hinterher. Freunde der Nacht. Ach, nö. Ich beende das. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab bessere Aufgaben zu tun. Definitiv. Was wollen die von mir? Das ist mir egal, was die Schäfchen des Herrn möchten. Immerhin kommen wir so safe hoch. Müssen wir hier? Ja, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Ja, ist okay.
Da ist er! Laju! Ach, was heißt hier Laju? Warum schmeißt ihr mich gleich um? Das denkst du? Höchstens deins ist vorüber. Ach so geht das. Nein. So. Das war's, glaube ich. Hallo? Ist okay. Tja. Wer sich mit mir anlegt, der legt sich mit dem Todesengel an. Ist halt ein bisschen mühsam hier übers Wasser. Allerdings sind wir jetzt hier auch durch. Einer von drei, oh, also sind erledigt. Ja, ist okay. Ich möchte eigentlich nur zum Ziel kommen, aber wird wohl eine schwierigere Angelegenheit. Ja, super, nee. Reicht nicht mal. Reicht nicht mal. Hallöle. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Aha. Du kannst mir höchstens mal wieder heilen. Mein Freund. Ja, das kann ich dir nicht versprechen, mein Freund. Aber ich kann dir jetzt versprechen, dass ich dieses Plakat hier abreiße. Definitiv. Und dann mache ich mich auf den Weg. Hier durch. Ach, nö. Ja, ich bin ein Unruhestifter. Sehr genau erkannt. Hallo? Okay. Wenn die meinen... Oi! Doch, ich hab hier was zu suchen. Nur die Frage ist, wie ich da was zu suchen habe. Ohne Moment, die. Warum bin ich jetzt schon wieder ein wenig rot? Oh, kommt schon, Freunde. Wisst ihr, wie ich das mache? Zum Glück stresst es dir ja nicht, wenn ich hier mal hochgehe. So, etwa hier. Ja, es ist mir egal. Oi, das war jetzt nicht eingeplant. Nein. Das tut mir jetzt schon fast leid. Die kommen uns nicht mehr hinterher. Es ist mir eigentlich egal, Freundchen. Ob du mich jetzt fängst oder nicht, interessiert mich nicht die Bohne. Weil ich flieg hier einfach mal rein. Haha. Was? Den muss ich killen? Okay. Nein. So. Dann ist der zweite auch schon tot. Was heißt hier Verrückte? Das ist alles easy going, Freunde. Ey, einfach hier hoch. Das Plakat treibt mich dazu, mein Freund. Wenn ihr mich ständig sucht, da kann ich doch nichts für.
Oi, 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 oi. Das ist heute wieder mal knapp. Okay, wir gehen hier mal links rum. Mal sehen, was sich tun lässt. Dort sind noch Wachen mit einer Truhe. Das ist mir eigentlich so ziemlich egal. Wir sollten eher hier easy durchkommen. Ja, hier hoch sollten wir dann auch noch. Definitiv. Hallo? Nein, nein, nein. Einfach hoch. So geht es wohl nicht. So geht's definitiv nicht. Schade, schade, schade. Dann muss das bei mir anders laufen. Nur ist die Frage, wie anders? Und wie mache ich das? Am besten so, oder? Dankeschön. Und jetzt kann ich einfach so abkürzen. Dankeschön. So, jetzt gucke ich mal hier runter. Ob ich vielleicht schon den Bastard sehe, den ich umbringen muss. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht's hier weiter. Ist schon krass, wie viel Zeit so eine Mission fressen kann. Ah, hier ist er. Kannst du loslassen? Dankeschön. Ist es der? Oder ist er auf dem Dach? Ja, es ist auf dem Dach. Tja. Das war's. Frühjahrsputz. Das war ja mal eine eigentlich easy Aufgabe. Nein, 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 nein. Au, das tat doch sicherlich verdammt weh. Ah, nö, da oben möchte ich jetzt nicht hin. Ja. Nein, warum werden wir entdeckt schon wieder? Hey, kaum haben wir eine Kleinigkeit. Hier werden wir direkt in die Tonne getreten, ja. Ich hab Besseres zu tun. Na, das hoffe ich doch. Das hat nichts damit zu tun, Freunde, in der Nacht. Definitiv. Stellt euch mal die Frage, warum einer wie ich hier ist. Ach doch. Ich bin hier bei euch, Brüder. Na dann. Ja, macht. Macht nur. So. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hier funktioniert gar nichts. Dann müssen wir es eben so machen. Hallihallo, Aussichtsturm. Endlich sind wir hier oben. Wo wir noch nicht hin konnten. Und da kommt man eben nur hin, wenn man das Klettern lernt. Und dann können wir hier safe runter und tun so, als hätten wir das nie gehabt oder gemacht. Ne? Hallo, Rosa. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. In einer Minute, okay. Hüpfen und springen. Den Turm so schnell wie möglich mit Hilfe des Klettersprungs erklimmen. Erklimmen wir das Ding. In einer Minute. Geht es hier safe nach oben?
Wie macht man das jetzt am besten? Nein, nein! Au, das tut doch weh! Das tut doch weh, er. Das tut doch weh. Und dann darf ich noch zum Rüstungsschmiede. Also unter einer Minute habe ich das nie geschafft. Hätte ich vielleicht, wäre ich nicht runtergeplumpst. Ah, naja, ist egal. Hauptsache, wir haben es hier nach oben geschafft. Und jetzt runter da. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Okay. Dankeschön. Machen wir auf jeden Fall. Können wir noch irgendwo, ja, hier oben. Wache, du siehst mich jetzt gerade nicht, oder? Einfach nur hier durch. Dankeschön. Abreißen. Dann passt's. Nein, ja, das finde ich schon lustig, aber nicht, wenn du mich angreifen möchtest. Yeah. Ich weiß, wir sind ein bisschen drüber. Allerdings möchte ich hier schon die Sachen hier mal kurz erledigt haben. Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Setter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Okay, Brüder vermisst. Ausbruch, die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Okay, werden wir machen. Unterstützung für die Diebesgilde. Nicht mal schlecht. Nein, wie gesagt, keine Zeit. Ich muss hier mal. Wobei, was ist am nächsten? Sorry, falsch. Falsches Menü. Wenn hier direkt einer ist, warum verpiesel ich mich dann in die nächste Ecke oder so? Nö. Hier war ich unterwegs. So. Hier mal. Nein! Nicht euer really fucking shit. Ach. Nee. Nein, nein. Oh. Das sind geile Moves mit so einem kleinen Ding. Guckt es an, Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sie entscheiden. Na, wer möchte? Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Dann sollen sie sich erheben. Aber irgendwie macht das weniger Damage als eine Assassinenklinge. Kann das sein? So. Ja, dann mach mal. Wenn euch das weiterhilft, dann mach mal. Oh. Welch Tatendrang her. Na, wie oft willst du das noch
hintereinander versuchen, mein Freund. Ich würde mal sagen, ich mache das Ding mal auf. Und lass die Flüchtlinge hier los. Ach, komm schon. Ich möchte hier mal hoch. Oh nö, wir sind immer noch gesucht. Scheiß doch, die wandern. Zwar nicht mehr wirklich, aber wir werden immer noch gesucht. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt noch kurz hier hin. Was? Hier, genau dahin. Denn ich möchte einfach nicht entdeckt werden. Jetzt ist es mir egal, da wir sowieso nicht gesucht werden. Es wird dann erst wieder relevant, wenn wir vor dem anderen Pfosten stehen. Ne? Okay, und das muss ich jetzt hier, muss ich die ganz nach oben verfrachten? Na dann. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Muss doch nicht. Ich verrat's dir auch nicht. So. Ja, kommt alle schön hier nach oben und nicht runterfallen. Folgt mir nach. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Sehr coole Sache. Einfach nach oben, dankeschön. Was ist jetzt eigentlich am nächsten? So nebenbei. Ah, nicht schon wieder, falsches Menü. Das ist das richtige Menü. Karte. Hier, ja gut. Gehen wir dorthin. Geht dann wieder halt 30 Minuten der Part, aber ich möchte schon sowas in eine Folge packen, Freunde. Hier sollte es aber gehen. Ja. Hört nur, wie sie jammern. Erbärmlich. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Wo ist Emilio? Ich werde diesen Müll gern los. Ich verstecke mich nicht. Das sieht aus wie... Moment. Na, wer will? Na, wer will? Na? Na dann. Das ist dann dein Urteil. Na, na? Na, hat jemand auch noch Bock? Nein. Oh. Das wäre jetzt cool gewesen, der mit dem Pike zu killen. Oh ne. Dankeschön. Tschüss. Nein. Mhm. Ihr wollt es wirklich wieder mal wissen. Nein, lass es doch einfach stecken mit deinem Chromsäbel. Du weißt, was zu tun ist? Das glaube ich kaum. Na? Tja. Tja. Wer möchte da noch irgendwas auf die Fresse haben? Au! Ich nehme dich mit in die Hölle, du Hund. Na dann, versuch's. Na, nochmal. Ey. Dankeschön. Und jetzt hier, darfst du behalten, Freund. Heilige Mutter Maria, ich muss zu einem Schmied. Hier oben drüber ist direkt eins. Ist ja mal ziemlich... Wie soll ich sagen? Practical oder so.
Oi. Wir sollten vielleicht nicht gerade hier raus. Das würde jetzt nicht so cool aussehen. Hier hoch, meinst du? So. Einfach hier hoch. Und ich hoffe, ich komme danach safe zu einem Schmied. Und die Leute fliegen hier nicht von alleine irgendwo runter. Weil es sind mir auch schon Leute gestorben, während sie hier hingerannt sind. Seht ihr, das meinte ich. Es ist schon einer tot. Mindestens einer muss überleben. Und warum auch immer. Deswegen gehe ich gerne immer im Boden entlang. Weil dann kommen alle safe an. Ja, klar. Ist okay. Ja. Live bei uns, definitiv. Jetzt noch irgendwo safe in einen Heuhaufen, oder nicht? Ach, komm schon. Na dann, selbst runter. Jiha. Hier, meinst du? Aha, ich muss mich reparieren. Besser gesagt, meine Rüstung. Empfehlt uns an eure Freunde. Nee, muss ich nicht. Ich empfehle mich jetzt weiter, allerdings, und zwar Richtung letztes Gebiet. Und deswegen geht weg. Ja, ist okay, falsche Abzeigung. Zack, Gasse voraus. Wobei ich einfach drüber geklettert. Oder besser gesagt, drüber klettern könnte. So. Den letzten, also die letzten von dieser Gruppe. Dann mal interesting thing, wie sie hier bewacht sind. Au. Das hat ordentlich weh getan. Apothekebedarf. Oh, zum Glück habe ich ja sogar noch Medizinbeutel so ziemlich erhöht. Ja, das finde ich cool. Giftflasche habe ich auch so ziemlich um einiges mehr als vorher. 10 Stück und nicht mehr irgendwie 3 oder 5. So. Sagte, es könnte. Aha. Ja, passt. Was passt? Was passt, mein Freund? Hier passt gar nichts. Nicht mal deine Visage. Los geht's. Okay. Na dann. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, Freunde. Ich gehe gar nicht so weit weg. Vielleicht kann ich sogar alle 4 abliefern. So, komm. Na, ja, der fliegt sich ja wieder runter, der Depp. Ja, der kommt sicher nicht heile an. Der Typ. Ah, das sagst du, Freundchen. Ja, seht ihr, der ist tot. Ach. Wie lächerlich, Freunde, ab sowas zu sterben. Oh Mann. Ich hoffe, ihr kommt jetzt wenigstens noch safe an, Freunde. Das würde mir ziemlich gefallen. Ja. Nerv nicht. Nein.
Oh nö, jetzt habe ich noch selbst einen gekillt und der zweite ist einfach so runtergeplumpst. Wenn der jetzt noch runterplumpst, kann ich alles von vorne machen. Halt die Fresse, ich darf hier alles. Meine Fresse, und wenn du jetzt noch runterplumpst, ist alles im Arsch. Nein! 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 Bleib dran. Oh, komm schon. Der dritte ist ja völlig abverreckt. Ich hoffe, das macht nichts in der Originalstory. Andiamo. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks. Dann sage ich mehr. Molto bene. Ihr habt's gehört. Wir sollen ihn an den Trockendocks treffen. Also machen wir das doch. Ausbruch haben wir auf jeden Fall geklärt. Wir haben ordentlich viele Unterstützungs... Taten geleistet und sehen uns im nächsten Part wieder von Assassin's Creed 2. Tschüss.